Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Kindergarten. Heute kümmern wir uns um weitere Monstermon-Karten und wir holen erstmal die, die wir erhalten, wenn wir das Blut über Cindy statt über Lilly kippen. Aber ich würde fast sagen, dafür cutte ich jetzt erstmal ein bisschen was raus, weil das dauert ja doch ziemlich lange, bis wir da hinkommen. So, genau, das machen wir erstmal. So, wir sind soweit und dann... Wo? Nein! Nein! Was ist hier los? Cindy, komm zurück! Nicht auf die Straße rennen! Du wirst von einem Auto angefahren! Ich sag dem Direktor immer wieder, wir müssen da einen Zaun hinbauen. Okay, Kinder, es gab einen Unfall und ich möchte dafür keine Schuld bekommen. Wir werden deswegen die Pause heute etwas verkürzen. Alle hinein! Oh Mann! Komm jetzt da runter. Ich möchte kurz mit dir sprechen, bevor wir hineingehen. Ich möchte keinen Ärger bekommen. Moment, ist das da? Das ist Cindys Schuh. Er ist ein bisschen blutig, aber sie hätte sicherlich gewollt, dass ich ihn bekomme. Oder so. Wir haben ihren Schuh genommen, okay. Okay. Danke, dass du das getan hast. Sie danken mir dafür, dass ich Cindy getötet habe? Oh ja, das tue ich. Weißt du, wie lange ich schon wollte, dass dieses kleine Mistgirl tot ist? Ich habe einmal versucht, sie zu vergiften, aber scheinbar ist Gift nicht vegan genug für sie. Sie weiß gar nicht, was vegan bedeutet. Ich weiß. Das Mädchen könnte nur noch dummer sein, wenn ihre Eltern Geschwister wären, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ich möchte, dass du diesen Goldstern an dich nimmst, weil du mir einen Gefallen getan hast. Erzähl nur niemandem, dass du ihn von mir hast. Außerdem... So als besonderen Dank. Und da Blut involviert war und ich zugucken durfte, hier eine Monstermon-Karte. Das ist ziemlich verrückt, aber danke. Ach, gerne. Nun gehen wir zurück hinein zum Show and Tell. Okay, vielleicht zeige ich einfach... Naja, ich kann ja neu starten, ne, wenn ich sterben sollte. Oh, das ist Cindys Schuh, nicht wahr? Ja, was ihr zugestoßen ist, war so tragisch. Ja, danke, dass du mich an dieses wundervolle, ich meine tragische Event von heute Nachmittag erinnert hast. Geil. Okay. So. Ja, wir hatten alle wirklich sehr viel Spaß heute. Da haben wir uns doch schon lange nachgesehnt, dass endlich mal Cindy über den Kopf zu kippen. Das hat sie aber auch verdient. Really Bright Star haben wir erhalten. Und nochmal ein Dollar. Ein Dollar für unsere Piggy Bank. So, da ist die Karte. Der ist vor Jahrzehnten ausgebrannt, dieser sehr helle Stern. Er ist nur wirklich weit weg. Okay. So, dann muss ich jetzt nochmal in die Hints gucken, weil das weiß ich alles nicht auswendig. Ich glaube, das war hier jetzt irgendwo. Genau. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir... Oh, fuck. A Tornado. Ich glaube ja eigentlich nicht. Doom Jelly. Hat sie uns das schon gegeben? Muss sie doch eigentlich. Unscrew, das haben wir gemacht. Okay, das haben wir auch gemacht. The Ogglebob Golem ist unter Nuggets Lunch Table. In einer der Boxen im Badezimmer. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Ah, das hier. Ja, aber wie sollen wir ihm das denn zeigen? Jerome's Hall Pass. Ah, ich bin überfordert. Und haben wir Evil's Water schon? Wir könnten Cindy ja einen der Biscuit Balls geben. Oh, das ist echt blöd, weil ich muss im Grunde alle Karten durchgucken. Oder ich muss mir das irgendwann mal einfach aufschreiben, alle. Alle Namen. Ich kann doch jetzt nicht alle Karten durchgucken. Ernsthaft mal. Das ist so viel. Das ist einfach zu viel. So, okay, das geht ja noch nicht. Okay, haben wir auch gemacht. Trashcan in the Principal's Office. Haben wir das gemacht? Oh Mann. Ich weiß es einfach nicht. Wisst ihr was? Ich mache mal einen kleinen Cut und schreibe mir einfach mal auf, welche uns jetzt wirklich noch fehlen. Weil sonst habe ich keinen Überblick mehr. Ich gehe die einmal durch, schreibe mir auf, welche fehlen und dann wissen wir Bescheid. Und dann machen wir gleich weiter. So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt eine kleine Übersicht erstellt. Und was wir jetzt als erstes dann mal versuchen werden, ist hier im Schrank einen Beweis zu finden dafür, dass der Hausmeister den Hund umgebracht hat. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Also, ich hoffe, es ist nicht bei Stone Stuff, weil ich habe jetzt nicht den Schraubenzieher mitgebracht. Das hier ist einfach nur
Einfach nur ist gut, ein Bluteimer. Und hier ist halt die Kiste. Okay, ich nehme fast mal an, dass es vielleicht auf der Notiz steht. Das ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt. Ich kann es nicht lesen, weil ich im Kindergarten bin. Okay, gucken wir mal. Wir gehen damit jetzt mal dann zu... Ach so, Moment. Ah nee, kann ich nicht. Oh, ich kann den letzten Apfel hier nicht verbrauchen. Ist ja fies. So, dann gehen wir mit der Notiz mal zu Cindy. Mal schauen, was sie sagt dazu. Aha. Na, was hast du da? Dieses Papier. Eine bescheuerte Notiz? Wir können doch nicht mal lesen. Du solltest besser jemanden finden, der das lesen kann. Sonst kriegen wir noch Ärger. Was? Ach so. Der uns nicht Ärger verschafft. Und das sollte die Sache dann auch wert sein. Okay, ich suche jemanden. Und wehe, du zeigst das der Lehrerin. Dafür kriegen wir sonst Ärger. Okay, mache ich auch nicht, weil wir wollen ja die Monstermon-Karte haben. Was kann ich für dich tun? Kannst du diese Notiz hier lesen? Natürlich kann ich lesen. Ich bin doch kein Neandertaler, so wie Bugs. Ich kann alles. Oh, für einen Dollar lesen. Oh, zum Glück haben wir einen Dollar. Alles klar, mal schauen. Scheint so eine Art Rezept zu sein. Ach, das ist das Rezept vom Hausmeister für diese total eklig ausschauenden Biscuitball-Dinger, die er... Oh mein Gott. Was? Er nutzt Biscuit. Ich meine, er benutzt tatsächlich Cindys vermissten Hund als Zutat. Oh Mann, das ist so krank. Ich hoffe, es hat niemals jemand eins davon gegessen. Das wäre ekelerregend. Ja, das wäre es. Okay, dann gehen wir mal rüber zu Cindy und erzählen ihr von dem Rezept. Und hast du herausgefunden, was auf dieser blöden Notiz steht? Das ist ein Rezept für die Biscuit Balls des Hausmeisters. Was? Nur ein bescheuertes Rezept? Oh, ich kann es nicht glauben. All dieser Ärger, um den Schlüssel zu stehlen, um hineinzugelangen in den Schrank vom Hausmeister. Und das alles nur, damit du jetzt dieses dumme Rezept geklaut hast. Toll. Dein Hund ist eine Zutat. Was? Dein Hund ist eine Zutat. Dieser gruselige alte Mann ist sowas von tot. Wo ist er? Ich werde ihn töten. Hörst du das? Hausmeister! Was ist los, kleines Mädchen? Wie kann dir der Hausmeister helfen? Sie haben meinen Hund getötet. Was für eine Rasse war das? Das Fleisch war ziemlich köstlich. Ich werde sie mit meinen eigenen Händen umbringen. Kommen Sie her. Wow, du bist schneller als ich da. Oh, hey, hör auf. Okay, ich verstehe es ja. Ich werde alle Teile des Hundes wieder zusammenstecken. Mein Mob, den brauche ich. Mein Ohr. Du hast mir mein Ohr abgebissen. Oh, ihr Mund ist ganz blutig. Das ist nicht das Einzige, was sie verlieren werden. Ah! Oh. Oh. Wie geil. Ich hatte nicht erwartet, dass ich heute herausfinden würde, was mit meinem Hund geschehen ist. Tut mir leid, dass ich dich damit hineingezogen habe, aber du hast meine Erwartungen als Freund heute wahrlich übertroffen. Das war ziemlich krank. Ich weiß, aber ich werde es wieder gut machen. Hier, du kannst diese Blume haben. Die ist hübsch wie ich. Danke. Und ich erkenne an dem Blick in deinen Augen, dass du denkst, dass du noch etwas mehr verdient hast. Hier ist eine besondere Monstermon-Karte. Du bist wirklich der allerbeste Freund, den ich je hatte. Danke. Mann, das war aber eine lustige Pause. Dann sehen wir uns beim Show and Tell. Ich weiß einfach, dass du etwas Gutes hast, was du zeigen wirst. Ja, aber die Blume zeige ich nicht. Kann ich nochmal mit ihr reden? Okay. Ja, die Blume nicht, weil sonst werden wir wieder umgebracht. Also zeige ich die Monstermon-Karte, auch wenn das natürlich nicht so spannend ist. So. Eine Monstermon-Karte? Ach komm schon, sei doch mal kreativer. Dich werden wir jetzt übergehen. Wer ist als nächstes dran? Ach, sie hat den Kopf ja immer noch dabei, oh mein Gott. Na, das war doch lustig. Alles klar, wir sehen uns morgen wieder. Oh mein Gott. Oh, sie sagt mir noch was? Ach so. Wie kannst du es wagen? Was habe ich getan? Wirklich? Du hast einfach so da gestanden und hast keine Ahnung, was du falsch getan hast? Ich weiß es wirklich nicht. Die Blume, meine besondere Blume, die ich dir gegeben habe, weil du der beste Freund ever bist. Was ist damit? Du hast sie nicht gezeigt während Show and Tell. Wenn es dir so wenig bedeutet, dann werde ich sie einfach zurücknehmen. Wir sind durch. Auf Wiedersehen. Na, das ist ja nicht schlimm, wir haben sie ja schon. So, wir haben, oh fuck, a Tornado erhalten. Das war super. Okay, und ein ganz bisschen Geld noch.
So, dann muss ich das gleich vermerken auf meiner Liste, dass wir das haben. Ja, die Leute, die da hineingesaugt werden, werden dazu verleitet, seinen Namen zu rufen. Oh, fuck, a tornado! Ich kann es mir richtig vorstellen. So, ich glaube, das war hier unten irgendwo. Oder auch nicht. Oder hier? Wo ist er denn? Ich hab's gleich. Ah, hier. Okay, die 8 haben wir jetzt also auch. Schön aufschreiben. 8, 9. Okay, die 10 zum Beispiel haben wir nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Cindy will give you doom jelly if you put gum in Lily's hair. Machen wir doch andauernd. Und dann zu ihr zurückkehren. Während des Essens. Hä? Verstehe ich einfach nicht. Irgendwie entweder klappt das nicht oder ich verstehe vielleicht einfach diesen Hint falsch. Oder das ist halt nur so, ja, etwas abstrakter formuliert, aber eigentlich ist es dann doch komplizierter. Also die 3 fehlt uns zum Beispiel auch. Aber da weiß ich wirklich noch nicht, wie wir da hinkommen. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 fehlt uns. Die ist in einer der Boxen im Badezimmer. Okay, also ich würde fast sagen, wir versuchen einfach mal, Jerome's Hall Pass zu bekommen und dann dem Hausmeister zu zeigen. Okay, dann mache ich erstmal einen kleinen Cut, meine Lieben, weil das dauert ja erstmal ein bisschen, bis ich an der Stelle bin. So, ihm muss ich das ja jetzt einmal zeigen. Hier ist mein Pass. Alles klar. Und jetzt, ich glaube, der Hausmeister war hier drin. Genau. Moment, aber auch in einer der Boxen soll doch auch noch eine Karte sein, oder? Vielleicht hier? Ach so, ich darf da aber nicht ran. Na gut, dann probiere ich aber das mit dem Hall Pass. Was ist in diesen Tüten? Ich sehe keine Tüten. Das soll ein Witz sein, oder? Oh, diese Tüten. Da musst du dir wirklich keine Sorgen drum machen. Nun geh. Okay, aber ich will ihm doch den Hall Pass zeigen. Es blutet. Vielleicht müssen wir eine ganz bestimmte Kombination vom Gespräch irgendwie hinbekommen. Oh ja, die Blutung. Ich muss zumindest eine Mobblänge von den Kindern entfernt bleiben. Ich nehme mal das hier. Das ist eine lange Geschichte, aber es endet mit jemandem am Ende eines Mobs. Das ist alles, was ich hören musste. Okay, ich nehme doch nochmal It Sounds Riveting. Das ist eine Geschichte für ein andermal. Ich bin aber total neugierig. Haha, ich auch. Deswegen bin ich ja überhaupt in diesem ganzen Schlamassel gelandet. Jedenfalls, ich glaube, es wäre nicht angemessen, jemanden in deinem Alter diese Geschichte zu erzählen. Aber es ist für mich in Ordnung, eine blutige Tüte in einer Kiste zu sehen? Oh ja, du bist ja ein ganz schön schlauer junger Mann. Hier, nimm diesen Nickel und kauf dir ein Stück Schokolade. Ein Nickel reicht nicht. Was meinst du mit ein Nickel reicht nicht? Ein Nickel muss reichen oder ich muss dich schneiden. Okay, das passt jetzt nicht ganz, weil das so eine Redewendung ist. Gib mir mehr. Schokolade ist teurer als ein Nickel. Oh, in diesem Fall werde ich die alte Lunchlady darüber in Kenntnis setzen, dass sie dir die Schokolade zu einem Preis geben soll, der noch zu meiner Zeit gegolten hat. Vor dem ganzen Mob-Zwischenfall. Wie wär's damit? Gut, nun hau ab. Irgendwie lief das nicht so, wie ich wollte. Okay, also das hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir restarten mal den Room und probieren mal eine andere Kombination aus. Ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, was da eben alles möglich war, mit ihm zu besprechen. Aber es ist schon komisch, dass wir nicht in der Lage sind, ihm den zu zeigen. Oder ist das möglicherweise falsch geschrieben? Da stand doch Janitor, oder? Wartet, ich gucke lieber nochmal. Nicht, dass ich die ganze Zeit Blödsinn rede. Ja. Jerome's Hall Pass. Und den haben wir ja gerade. Naja, okay. So. Da ist er. Alles klar. Und jetzt auf Toilette. Und dann probieren wir einfach mal eine andere Kombination aus. So. Was ist in diesen Tüten? Das soll ein Scherz sein, richtig? Es blutet. Ich nehme das hier wieder. Ich bin sehr neugierig. Okay, das hier. Ach, okay, das ist leider auch nicht so geil. Ah, kriegen wir wirklich nur 5 Cent? Okay, nochmal rumrestarten. Ich cutte mal kurz, bis wir wieder
beim Hausmeister sind. Okay, ein Nickel reicht nicht. Okay, gib mir mehr oder ich erzähle den Leuten von der blutigen Tüte. Ah, tja, dann haben wir vielleicht eine weitere blutige Tüte. Applegate erwartet mich zurück. Ach ja? Dann bin ich mir sicher, hast du doch einen dieser Badezimmerpässe. Ja, habe ich. Du denkst, du bist so clever, hä? Huh? Diesen Pass, den hast du nicht von Applegate. Nein, diese Pässe werden nur vom Boss ausgehändigt. Den hast du doch bestimmt vom Jungen des Direktors, richtig? Ja, das stimmt. Ich wusste es. Wo wir schon von diesem kleinen Teufel sprechen, ich habe ihm heute Morgen dieses Laserding weggenommen. Sag mal, was sollte das alles? Bist du etwa hier, um den Laser zurückzuholen? Ist mir egal, ich wollte nur den Pass. Haha, cleveres Kind. Weißt du was? Ich mag dich. Du kannst diese bescheuerte Karte hier haben, die ich von dem fetten Kind geklaut habe. Cool, danke. Gut, nun hau ab. Ja, wir haben's. Wir haben es. Moment. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Das war 16. Das hier ist halt super ärgerlich. Ist in one of the boxes in the bathroom. Das Einzige, was wir machen könnten, vielleicht können wir in dem Durchlauf noch, nee, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Zigaretten holen. Evil Swarter, if you get Cindy to eat one of the biscuit balls? Genau, die 18 haben wir nämlich auch noch nicht. Ich glaube, das wird aber nichts. Ich glaube, ich hole einfach hier noch. Ach so, das geht auch nicht. Okay, dann müssen wir ja zurück. Ja, ich habe leider nichts. Haha, ich habe aber eine Monster-Mon-Karte. Oh, voll viel cooler. So. Ja. Ich glaube, wir werden nichts machen können. Lasst mich nochmal kurz überlegen. Wir könnten rauskommen, wenn ich ein bisschen Geld bezahle. Aber wir brauchen ja auch noch die Zigaretten. Nee, das wird nichts. Okay, ich hole einfach Geld bis Ende des Tages. Dann haben wir nochmal was in unserer Piggy Bank. Das ist doch auch ganz gut. Und beim Show and Tell zeige ich dann einfach unsere Monster-Mon-Karte. Und dann ist alles ganz wunderbar. Eine Monster-Mon-Karte. Ach komm schon, sei doch mal ein bisschen kreativer. So, super. Wir haben eine weitere. Ich glaube, welche war das jetzt? Nee, wartet. Bevor ich hier was Falsches aufschreibe, gucke ich lieber gleich genau nach. So, Man with Long Arm. Yeah, wir werden immer reicher. Man with Long Arm. Ein verrückter Zwischenfall gab seinem Arm eine unglaubliche Länge, aber er nahm diese Länge von woanders. Okay. Okay, der lange Arm ist die 17, alles klar. Wir haben also auch die 17 jetzt. Und uns fehlen noch weitere. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich erstmal einen Cut, weil ich muss auch ein bisschen schnibbeln, die Folge. Es waren ja doch ein paar Unterbrechungen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Kindergarten wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.